kümmern wir uns nochmal um unser Afrika-Projekt. Denn heute geht unsere afrikanische Schulwoche zu Ende. Wir begleiten nur noch einmal unseren Reporter Jörg Brökel in den spannenden Alltag nach Afrika. Dort hat er uns in den letzten Tagen Schulen, die von Deutschen gegründet wurden, vorgestellt. Und heute geht es um die Lulu High School. Neben Chemie- und Computerunterricht müssen sich die Schüler hier auch Deutsch anhören. Ein weiterer Tag, meine Damen und Herren, dass wir Schulen in Kenia besuchen, die von Deutschen gegründet worden sind. Und die konnten es ja nicht sein lassen. Nachdem sie zwei Grundschulen gegründet haben, haben sie dann eine Secondary School, eine weiterführende Schule gegründet, die Lulu High School. Lulu ist übrigens Swahili und heißt Edelstein. Große Schüler und die lernen doch tatsächlich sogar Deutsch. Und da haben wir doch was vorbereitet. Guten Morgen. Volle Kanne. Und die Kanne ist übrigens kein Schüler, sondern der Schulleiter, Anderson Muero. Herzlich willkommen. Und tatsächlich, an der Lulu High School wird Deutsch gelernt. Und der Schulleiter selbst quält die Schüler mit Perfekt und Plusquamperfekt. 149 Schüler gehen auf die Internatsschule. Und wenn manch einer so ernst schaut, liegt es nicht nur an deutscher Grammatik, sondern an dem straffen Arbeitspensum. Der Schulalltag beginnt morgens um 5, wenn die Schlafsäle geräumt sein müssen, und endet abends um 9. Und was macht das Deutsch? Ich habe Fußball gespielt. Alle? Ich habe Fußball gespielt. Ja, ich habe Fußball gespielt. Unsere beiden deutschen Schulgründer sind offensichtlich entzückt. Eins muss man ja sagen, als Hilfslehrer habe ich schon ein bisschen versagt, denn ich habe perfekt die Kreide abgebrochen. Das beschäftigt mich allerdings nicht wirklich. Was mich wirklich beschäftigt, ist natürlich auch die Frage, dieses Land hat 42 Stammessprachen. Englisch, Swahili. Anderson Muero, warum noch Deutsch für diese armen jungen Menschen? Ja, hier an der Küste haben wir viele Touristen und die meisten von den Touristen kommen aus Deutschland. Also es ist wichtig sein, dass wir auch Deutsch lernen, um mit ihnen gut zu verstehen. Mhm. Yeah. Deutsch ist ja bekanntlicherweise eine etwas schwierige Sprache. Macht denen das denn auch Spaß? Nicht ganz, aber wir versuchen es gut zu lernen. Okay, ja. Dankeschön. Eine, die nicht wirklich noch Deutschunterricht nötig hat, ist Annika Dörr. Die 16-jährige Ulmerin ist zum Englischlernen in Kenia und hat sich an der Lulu High School eingeschrieben. Sie wohnt bei Freunden ihrer Eltern in Ukunda, der nächstgelegenen Stadt. Abgesehen von der Schulkleidung hat die Schülerin noch viele andere Unterschiede festgestellt. Das beginnt natürlich beim Essen. Bohnen mit Mais gab es heute Mittag. Giveri, sagt man, glaube ich, in Swahili. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Macht so satt, man möchte sich gleich 4 Stunden unter einen dieser wunderbaren Bäume legen. Kann man aber nicht, Annika. Denn das Leben hier an den kenianischen Schulen ist hart und ernst. Viele Schüler machen einen sehr ernsten Eindruck, ne? Ja. Ja, also es ist viel, viel mehr Disziplin als in Deutschland. Und man merkt einfach wirklich, dass die Leute hier auch selber einfach die Chance nutzen, dass sie in die Schule gehen können, weil viele ja auch nicht in die Schule gehen können und das dann auch sehr schätzen, dass sie halt entweder gesponsert werden oder von ihren Eltern dann halt irgendwie unterstützt, damit sie halt hier was lernen können. Dieses Kind ist definitiv zu jung für die Highschool, gehört aber trotzdem hierhin, denn es ist die 15 Monate alte Tochter von Anderson Muero. Wir sind zu Hause bei ihm eingeladen. Wie lebt denn so ein Schulleiter in Kenia? Er geht mit einem Gehalt um die 300 Euro nach Hause. Damit liegt der 34-Jährige weit über dem kenianischen Schnitt. Der Schulleiter hat an der renommierten Kenyatta-Universität in Nairobi Pädagogik studiert. Er fand danach den attraktiven Job an der Lulu High School. Mit traumhaften Bedingungen, denn an der High School kommen 10 Schüler auf einen Lehrer. An den staatlichen Schulen sind es 100 Schüler, die auf einen Lehrer kommen. Ganz schön bequem, so ein kenianisches Sofa, aber das muss es ja auch sein, denn hier sitzt abends die ganze Familie, nicht anders als in Deutschland, und guckt in die Glotze. Natürlich Nachrichten. Um 7 Uhr in Kiswahili, um 21 Uhr in Englisch. Und bei mir ist natürlich weiterhin auch der Anderson, der draußen seine Schüler hat, die übrigens demnächst Abitur machen. Der erste Jahrgang ist soweit. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, das ist doch eine große Hoffnung für Kenia, diese jungen Menschen, ne? Ja, ja. Hier in Kenia haben wir viele Leute, die sehr arm sind. Und wir glauben sehr, dass wenn die gut ausgebildet sind, dann können sie ihre Leben verändern und auch das Land. Mhm. Yeah.
Aber das ist doch für dich auch eine große Verantwortung, diese so wichtigen Leute für Kenia hier ausbilden zu dürfen, ne? Ja, ja. Aber ich finde es auch interessant, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Ja, das stimmt. Ja. Sieht man ja auch gerade in diesem Augenblick. Ja, dann weiterhin viel Spaß dabei. Ja, danke. Jetzt kriegst du auch das Mikrofon. Hallo. Zeit, Tschüss zu sagen und den Schülern und Lehrern in Kenia alles Gute zu wünschen. Denn in einigen Jahren werden sie die Geschicke des Landes mitbestimmen. Die Voraussetzungen dafür sind gut.